So, das sind wir wieder, liebe Freunde. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, was wir machen mussten. Hallo. Also nicht, was wir machen müssten, sondern ich habe das letzte Video angeschaut, weil es ein paar Tage her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Nicht nachgeschaut in der Komplettlösung, sondern ich habe nachgeschaut. Ja, ja. Ich habe nachgeschaut, wo wir stehen geblieben sind. Und wir sind in der letzten Aufnahme dort stehen geblieben, wo wir, Dingsterbums da, diesen Mülleimer gejagt haben. Naja. Dann schauen wir mal. Ich habe das so ein Gefühl, wir müssen diesen Mülleimer jagen und dann müssen wir in die Müllstation. Glaube ich zumindest. Ich bin mir da aber gar nicht mehr so sicher. In der letzten Folge war es so, die habe ich gerade eingeschaut. Wie gesagt, wir klappern jetzt nochmal hier dran. Mehr Frühstückslocken bitte. Weg ist sie. Saug, saug, saug. Hui, ich bin der kleine Schnuppelbubi. Hä? Wie jetzt? So, nichts wie hinterher. Nichts wie hinterher. Nix wie hinterher. Hallo. Nix wie hinterher. Klappe. Lass mich rein, ich will raus. Ja, ja, das wird schon funktionieren. Ich weiß das. So, und wir brauchen das Viech hier. Oh, fast hätte ich sie erwischt. Aber nur fast. Wahrscheinlich muss ich mir noch... Hallo. Zurück zum Nexus. So, wir müssen dieses Ding fangen. Ich gehe stark davon aus, dass wir das müssen. Schließ die Augen und schau nicht nach unten. Nee, mach du die Augen zu und kipp einfach um. Tschüss. So, das ist wieder hier so Sekundentiming. Ach, wie ich sowas hasse. Okay. So. Ich bin fast komplett sicher, dass wir dieses Ding fangen müssen. Oder denke ich da falsch? Mehr Frühstückslocken, bitte. Weg ist sie. So, das Saugi-Monster ist wieder da. Nichts wie hinterher. Wir kürzen das alles mal ein bisschen ab hier, das geht mir auf den Nerven. Zack, hinterher. Zack, hinterher. Dann gehen wir vor. Gehen wir rein. Hallo. Schnauze. So. Augen zu und durch. Ja, Augen zu und durch. Augen zu und durch. Schluss aus und vorbei. Du lässt das Ding offen. Oh, fast hätte ich sie erwischt. Hä? Fast. Wahrscheinlich muss ich mir noch einen Vorteil verschaffen. Aber was denn für einen? Haben wir irgendwas? Er geht nicht auf. Der Müllroboter hat sie fest verschlossen. Vielleicht haben wir auch bloß irgendwas übersehen hier. Sieht aus, als wären die Fenster mit einer Art Kraftfeld versiegelt worden. Ja, das ist das kräftige Kraftfeld. Wir gehen nochmal hier rein. Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. Ach, hier haben wir hier die Gummipuppe gefüllt. Hier ihren allerbesten Freund, wenn ihn sie nachts so viel Spaß hat. Mit dem wir reden. Mhm, sie läuft zumindest. Okay, jetzt ist mir kalt. Vergiss nicht, dass sie klebrig ist. Ein klebriges, kaltes Mädel. Kann man eigentlich mit dem Ding irgendwas tun? Wenn ich eine Schüssel davon haben wollte, würde ich das frische Zeug aus dem Eiswagen nehmen. Welchen Eisbogen? Ach, hier oben? Geht das vielleicht? Ich weiß es ja nicht. Und jetzt plupsen wir wieder durch, was? Manche Leute lernen's nie! Geht das vielleicht mit unseren Wölkenschüchen? Wenigstens halten sie meine Füße hier schön warm. Ah! So, aber jetzt kommen wir hier ran. Ich weiß noch nicht, was es gut sein soll, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Wenn mich meine Freunde in Wolkenheim jetzt sehen könnten. Hallo, ihr. Aber klar doch. Ich werde Eiscreme essen. Vielen Dank. Was? Ich rede mal mit ihm. Ist das Zeug kalt genug, um euch einzufrieren? Oh ja, es besteht aus wirklich fortschrittlichen chemischen Verbindungen. Was wir tun, ist wahrscheinlich weitaus sicherer, als es zu essen. Künstlerisch, Tam. Hast du was zu sagen? Ist das Zeug kalt genug, um euch einzufrieren? Oh, ja. Naja, das haben wir schon gehört. Okay, so, ja, jetzt haben wir... Jetzt haben wir Eiscreme. Okay. Wir haben Eiscreme. Vielleicht können wir irgendwas mit der Eiscreme tun? Mann, nein! Dieser Schlagsahnenschlamm hat meine Wolkenschuhe gefressen. Tut mir leid, K.O. Mist. Na okay, dann brauchen wir die nicht mehr. Gut zu wissen. Halt.
Ja, ich lege das besser zurück, um meine Spuren zu verwischen. Jetzt probiere ich mal was. Das war Zufall, da würde ich jetzt gar nicht draufklicken. Aha. Mal sehen, vielleicht erwischt man jetzt dieses Viech da. Hallo. Zurück zum Nexus? Nee. Ja, und nochmal herzlich willkommen zurück zu... Nein, zu Broken Age. Und wir werden jetzt versuchen, mal das hier zu schaffen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, bitte, nicht zu danken. Immer wieder gern. So, jetzt kommen wir hier lang. Einen Vorteil nochmal verschaffen. Oder wir müssen... den da hinten dann einsperren. Wäre das eine Möglichkeit? Wir probieren es einfach mal. Los. Frühstückslocken, bitte. Weg ist sie. Ja, und weg ist sie auch. Und hinterher. So. So. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit, dadurch, dass dieses Viech erstmal da durchkämpfen muss. Hallo. Schnauze. So. Ich auch. Juhu. Oh, da ist er ja. Warnung. Gegenstände, die in den Milchschlucker gesteckt werden, werden ins All geschossen. Ins All geschossen? Sehr interessant. Hey, du lässt... Hab dich! Autsch! Oh. Hey! So ein Aufwand und nun habe ich einen verdreckten Boden. Egal, wenigstens hat sie den Milchschlucker offen gelassen. Juhu! So, und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Zurück zum Nexus? Ja, zurück zum Nexus. So, wir können jetzt irgendwas machen. Grüß was. Schließ die Augen und schau nicht nach unten. Mach ich doch nicht. Vielen Dank, dass du mit uns gereist bist. So, müssen wir hierher kommen. Hallo? Ich wusste, dass du nur so getan hast. Hey, ich gehe an empfindlichere Orte als ihr beide. Daher bin ich automatisch empfindlicher gegen Stromstöße. Aha. Ja. Na gut. Es macht so viel Spaß, neue Leute auseinanderzunehmen. Ich vermisse dich jetzt schon. So, dann schauen wir uns mal hier um. Mal schauen, wo jetzt sind wir doch hier in diesem Computerkern. Sie betreten einen Bereich mit hoher... Omikron. Huch. Was zum... Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wahrscheinlich warnt es mich vor den fallenden Schiffsteilen. Aha. So, okay, schauen wir uns halt mal hier um. Vielleicht können wir jetzt hier irgendwas machen. Können wir hier rein? Hm. Oh, können wir. Wozu wohl dieses lustige Licht gut ist? Welches lustige Licht? Ach, der Computerkern. Kann ich das nehmen? Das ist aber... Hey, dieses Ding ist cool. Oh, und heiß. Achtung, Fusionsort darf nicht vom gekühlten Sockel entfernt werden. Omikron-Spaltung steht bevor. Dieses Zeugs werde ich wohl nicht nehmen können. Hm. Vielleicht mit dem Messer. Ich muss es nicht aufstemmen. Wieso denn nicht? Aber wir haben doch Eis, können wir da vielleicht... Hey, ich frage mich, ob diese kalte Schüssel dieses Teil vor einer Überhitzung schützen würde. Ja, das funktioniert. Achtung, Fusionsort darf nicht vom gekühlten Sockel entfernt werden. Omikron-Spaltung steht bevor. Nur solange meine super hochentwickelte Eiscreme nicht schmilzt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es dann, wenn die Eiscreme schmilzt, eine richtig schöne Explosion geben wird. Apropos, ich sollte dieses Ding wohl besser von Bord werfen. Na, da weiß ich doch schon wohin. So, dann sieht doch schon ganz gut aus, Freunde. Das hat irgendwie gekitzelt. Ja, aber was, wo es kitzelt, Mädel? Wer weiß, wo es kitzelt bei dir? So, wir gehen mal rauf. Und dann vielleicht können wir das ja in den Mischbüro werfen. Oh, du bist zurück zum Nexus. Nee, niemals. Es macht so viel Spaß, neue Leute auseinanderzunehmen. Bitte zähle deinen Finger und Zehen, bevor du den Teleporter verlässt. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, scheint alles da zu sein.
Eins, zwei, drei, Mund, Augen, alles da, heben wir das Röckchen, alles noch da, gut, okay, okay. Alles subi. Hallo. Wer will zum Steuerbordkorridor? Ich. Wer denn sonst? Es macht so viel Spaß, neue Leute auseinanderzunehmen. Ja, wenn ich das nochmal höre, beiße ich ins Mikrofon. Alles da? Super. So, schön, schön. Mal sehen, ob wir das jetzt hier rauswerfen können. Tja, ich hatte mich riesig auf diese Eiscreme gefreut. Aber wie es aussieht, werde ich wohl nichts davon abbekommen. Naja. Bombe los! Ups. Ah, jetzt haben wir schon meine Bombe platziert. Das ist schon mal gut. Heiliger Strohsack, ich habe gerade eine Bombe abgeworfen. Ich sollte uns schnellstens hier wegbringen, bevor die Eiscreme schmilzt. Ja? Hallo. Zurück zum Nexus? Nee. Ja, weg. Ja, wir müssen weg. Es macht so viel Spaß, neue Leute auseinander. Ja, ich kann es nochmal hören. Ciao. Tschüss. So, jetzt sind wir hier. Gehen wir nochmal hier rein. Hallo, Mel. Zurück in die Müllkammer? Es macht so viel Spaß, neue Leute auseinanderzunehmen. Schauen wir uns dort nochmal um. Danke für deine Reise mit dem Teleporter. Ja, bitte, bitte. Nichts zu danken. Gehen wir hier rein. So, nun sind wir wieder hier. Diese Tür ist abgeschlossen. Was sie da drin wohl verstecken? Können wir was machen? Ups. Hey, dieses Fenster ist jetzt offen. Ich frage... Ah! Hey, was ist das denn? Es ist die Nichtmaid. Vella, ich heiße Vella. Oh ja, sie ist aus meiner Stadt. Die, die mich mit Wasser bespritzt hat? Was macht sie da? Viel wichtiger ist, kann sie uns etwas zu essen besorgen? Zu essen? Ich hab Cornflakes mit. Ich hol euch da raus. Sind jetzt die anderen meinen auch da drin? Was ist denn passiert? Wir fangen mal wieder oben an. Ich hol euch da raus. Wie? Dieses Monster ist aus Metall. Das versuche ich herauszufinden. Ja, versucht's ja. Ich weiß das, ich war live on stage dabei. Sind die anderen Maiden da drin? Oh ja, Drusilla und deine anderen Freunde aus Zuckerdosendorf sind auch hier. Hey! Und ein paar Mädchen aus Wolkenheim mit tollen Federn. Das ist schön. Aha. Was haben wir denn noch alles hier? Was ist mit euch denn passiert, nachdem sie euch mitgenommen haben? Mokshotro hat das Maidenmal. Das war alles nur ein riesiger Schwindel. Habt ihr Mädchen aus Muschelhöhe immer noch die Haken an eure Kostümen? Hey, ich habe einfach Frühstücksflaschen. Müsstet ihr welche? Wir fangen mal oben an. Was ist mit euch passiert, nachdem sie euch mitgenommen haben? Dieser widerliche Tentakel hat uns in eine Art Röhre gesteckt. Und hat uns einfach hier zurückgelassen. Vera, dieses Monster ist eine Art Roboter. Es ist ein Raumschiff. Zumindest behauptet es das. Was? Lange Geschichte. Ich erklär's dir später. Mokshotra, das Maidenmal, das war alles nur ein riesiger Schwindel. Oh, du musst wohl eine der Maiden aus Offensichtlichstadt sein. Warum hast du uns nicht gewarnt? Das hat sie, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Wir haben nur nicht zugehört. So ist es. Habt ihr Mädchen aus Muschelhöhe immer noch die Haken an euren Kostümen? Ja, aber jetzt sag bloß nicht, ich soll das Schloss knacken. Das versuche ich nämlich schon seit Tagen. Kann ich einen Haken haben? Aber wie bekommen wir dann was zu essen? Wenn die Ratten an der Tür vorbeirennen, können wir sie nur mit diesem Haken fangen. Ratten? Nicht, dass sie bisher eine gefangen hätte. Sie sind zu schnell. Na gut, dann sagen wir mal, dass wir einfach Frühstücksflocken haben. Hey, ich habe ein paar Frühstücksflocken. Ja. Stell sie vor die Tür, ich versuche sie mit dem Haken zu erwischen. Bitte beeil dich. Wisst ihr, was ich gerade spiele? Dieses Horizon Zero Dawn. Das ist ja ein richtig geiles Spiel. Am Anfang habe ich ein bisschen gezweifelt, aber jetzt, mittlerweile, noch 10 Stunden, macht es mir übelsten Spaß und süchtig. Ich bin bloß noch am Rumrennen und Sammeln und Suchen. Ja, das Spiel ist voll geil. Wer es noch nicht gespielt hat, macht's mal. Hier sind ein paar Frühstücksflocken. Ach, danke, Vella. Lass es mich versuchen. Das ist mein Haken. Ich behalte ihn. Na, schafft's es. Kann man irgendwie schon was machen? Hey, was zum Teufel? Du meine Güte, sieh nur, wie groß diese Ratte ist. Was? Wo? Ich kann nichts sehen. Sie
Sie ist panisch weggerannt, als du sie mit dem Haken fangen wolltest. Aber sie war so groß wie eine Katze. Ich hab dir gesagt, dass da Ratten rumrennen. Was sollen wir denn jetzt bloß essen? Hier, ich hab noch mehr Frühstücksflocken gefunden. Ach, danke, Weller. Ja, Alex, verboten, ihr Schlösser. Und wenn man die Augen schließt, schmeckt es fast wie Ratte. Was? Ist schon schwer genug, sich vorzustellen, dass das Frühstücksflocken sind. So, und wie kriegen wir die jetzt hier raus? Können wir noch irgendwas tun? Vielleicht kann ich die Tür aussperren, indem... Oh, ich mach mich besser aus dem Staub. Hoppala. Ich glaube, ich kurz Fernsehen gebaut. Na, diese Tür wurde offenbar beim Absturz beschädigt. Hier liegen ein paar Kabel frei. Wahrscheinlich hat das den Alarm ausgelöst. Das sollte besser repariert werden. Das war knapp. So, warte mal, ich geh jetzt mal rauf. Hi, Mel. Hey, Mel. Da ist jetzt beschäftigt. Vielleicht komme ich jetzt an das Ding ran. An die Standkarte komme ich jetzt vielleicht ran, weil der ist ja... Ja, der ist ja drüben beschäftigt. So, mal ein bisschen schnell machen, dass es wieder auf Zeit geht. Ich sehe es kommen. Dann gehen wir jetzt mal hier rüber. Und machen jetzt mal ein schönes Zimmer und schauen mal, ob wir dieses exorbitante Glück haben, dass der weg ist und wir an die Standkarte kommen. Haha. Wir müssen irgendwie fliehen. Los, komm. So, ist der weg? Ja, der ist weg. Zack, meine. Das ist jetzt zwar nicht die beste Verkabelung, die ich je gemacht habe, aber es dürfte eine Weile halten. Zumindest bis ich die richtigen Reparaturen erledigt habe. So, wo war ich stehen geblieben? Shit. Können wir ihn erhaken? Ich will das nicht aufhaken. Aber ich... Kann man den ansprechen? Diesen Schalter hat er verwendet, um die Tür da drüben zu entsperren, als er so getan hat, als sei er gefangen. Ich kann nicht hin, während er dort ist. Ah, dann müssen wir vielleicht einsperren. Wir machen das jetzt nochmal. Ach du Scheiße, wieder auf Zeit. Und da können wir den vielleicht da drüben mit einsperren. Okay. Dann versuchen wir mal da unser Glück. Ein Hier- und Tagelauf hier, ne? Das Spiel gefällt mir wirklich. Aber Sirodon gefällt mir besser. Das möchte ich unbedingt noch weiterspielen. Das ist geil. So, gehen wir mal hier rein. Hallo, Mel. Drucks. Ich drücke die Daumen. So, mal noch einen Schluck Eisbier trinken. Danke für deine Reise mit dem Teleporter. Oh, da scheint jetzt wieder was auf dem Balkon. Uiuiuiui. So, okay. Nochmal. Wir fummeln nochmal hier ran. Haltet euch die Ohren zu, Mädchen. Höchste Zeit, hier abzuhauen. Ja, das hat man schon. Das überspringen wir mal.